KP, mein Freund. Die nehme ich mir von dem. Die nehme ich dir mal ab, kurz wollte mal. Ja, das bleibt auch regungslos und lässt sich ohne Probleme noch kurz austauschen. So, das nächste Pokémon, was als Gegner kommt, ist Radikal. So, eine Aquazone drauf. Okay. Volltreffer sogar gekriegt. Das reicht aber nicht, um das Kapitel zu kriegen. Krabi reicht Level 23. Ich möchte Stampfer lernen. Ich dachte, danach ist es, glaube ich, schon noch viel. Dann haben wir das auch fast durch. So. Ja, reicht nicht, um auf zu leveln. Ein Top. Kapi war gut. Die Team 37, Flammenwurf, gut. Ich sag ja, Drachenpuls und Flammenwurf hier drin gefunden. Hätte lohnt sich manchmal, wirklich hier durchzugucken. So, letzte Etage, liebe Leute. Etage Nummer 10. Was? Wer bist du denn? Was willst du hier? Wollte ich fertig machen? So. Dramato ist der nächste Gegner, der uns jetzt im Weg steht. Level 33. Ich muss mal warten, dass hier ein bisschen mehr kommt. Ich bin sehr, zum Beispiel ohne. Wir haben es jetzt eigentlich nur zwei Trainer gehabt, die uns so richtig an der Wand hatten. Und das waren zwei Ass-Trainer. Der eine Ass-Trainer von Brisbane City unten, der uns richtig an der Wand kleben hatte. Und dann gab es noch einen Ast-Trainer. Der Route ist 16, glaube ich. 15, 17. Der hatte uns nochmal. Der war nochmal dran. Ansonsten haben wir bis jetzt eigentlich keinen Trainer gehabt, auch nicht mal einen Arena-Leiter, der uns richtig hatte. Na gut, mal gucken, was kommt noch, ne? Das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht durch. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Das war ja nur die Hälfte, was wir alle haben. Wir haben jetzt 5 Orden. Wir sind jetzt durch fast mit Brisbane City, mit Sophronia City. Uns fehlt dann noch die Arena. Und ja. Ich bin eigentlich ziemlich happy mit dem Team. Uns fehlen eigentlich noch 2 Pokémon, denn noch das gute Quappo ist kein festes Teammitglied. Und ja. Gut, dann haben wir das auch abgearbeitet. So, da muss ich überlegen, welche Etage ich war. Das war. War das zweite oder war das vierte? Ich glaube, es war zweite. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. War das die zweite? War das die? Ja. Wir sind einmal durch tatsächlich. Ein Schritt weiter. Nicht schon wieder dieser Typ. Mich werdet ihr so schnell nicht los. Ich kann es auf keinen Fall zulassen, dass ihr bis zum Boss vordringt. Was? Bis zum Boss? Heißt das etwa? Der Boss von Team Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf. Dann ist auch klar, was wir zu tun haben. Geh, Kev, das ist eine Chance, ihn zu besiegen. Und du kriegst mir zu tun, alter Mann. Okay, normalerweise kämpfen wir die für den Rivalen. Mal schauen, was das nicht so bad. Nicht der Fall. Gut, dann lässt das halt durch. Halt! Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel! Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar? Wenn du glaubst, dass wir da einfach rein plötzlich spazieren lassen, hast du dich geschnitten. Ja, dann wollen sich also Jesse und James uns ein bisschen im Weg stellen. Okay, wollen wir uns ruhig machen.
Habe ich kein Problem mit. So, sie setzen auf jeden Fall Arbok und Smogmog ein und ich habe Evoli Nido gegen. Ja, diese Kombi sollte es eigentlich ohne Probleme reißen. Level 36. Jetzt hast du. Okay, dann machen wir es. Schlagbohrer und dann. Geht hier baden. Ich weiß nicht, ob die Bosier auch für Smogmog reichen dürfte. Gerade so nicht. Aber das Arbok, das sollte ohne Probleme down sein, oder? Ja. Feuerschlag drauf und dann war es das eigentlich. Dann brauchen wir eh nicht mehr. Wir holen jetzt einfach die paar KP noch jetzt mit dem Smogmog und dann dürfen wir den Gang und nicht zum Weg gestanden haben. Jo, Namen haben wir so schon. So, Justin Jameson besiegt. Sieht so aus, als wäre das mal wieder. Ein Schuss in den Ofen! Weiteres Item, okay. Dann machen wir die Schlüsselkarte, mit der Schlüsselkarte mal die Tür auf. Und dann sagen wir mal Hallöchen! Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt, habe ich recht? Aber die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt weiß ich, wer Sie wirklich sind. Darf ich ihn gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Ja, Sie haben richtig gehört. Lassen Sie sich von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch dich dabei helfen, meine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Jetzt richtig basieren auf irgendwelchen verstohlenen Forschungsergebnissen. Na, na. Unsere Abmachung sah aber ganz anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Sieh an. Kev ist auch schon wieder da. Leider haben der Präsident sich ein paar Dinge geschäftig zu regeln. Wichtig wie du, haben wir mal Sendepause. Halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. So. Gut, Rocket Boss Giovanni möchte gegen uns kämpfen. Und du wirst wahrscheinlich schön gnadenlose Kürze ziehen. Also Evoli, auf geht's. 39 hast du. Was habe ich von deinen Gegnern erwartet? Von deinen Leuten erwartet, von der Evoli. Evoli kämpft erschreckt zurück. Ja, ich habe sehr viel aufgenommen. So. Ah, fast beim Volltreffer, dass ich nie die Gewicke auch nicht, aber keine Dings hat. Kein Ruckzuck-Hieb oder so, keine Prio-Attacke. Rion. Ja, jetzt komm nicht mit so Würsten, Alter. Ich meine, das Minicamp war nicht schlecht, aber was jetzt kommt, ist schwachsinnig. Jetzt habe ich ja dein Rion Margot noch im Leben. Und der letzte Pokémon ist wahrscheinlich Nidoqueen. Oder? Den haben wir nämlich auch noch nicht. Nido King haben wir ja im Team, aber Nido Queen nicht. Oh. Okay. Ja gut, das überlebt die Attacke, ne? Das ist eine schlechte Defensivwert, aber ja gut, der zweite Schlupfsauger macht einfach kurz. Macht fertig. Müsste reichen. Ja, und tschüss. Danke, Evoli. Und damit erreichst du Level 49, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. 49. Wir kriegen erreicht Level 48. 44 für Voluna. Und damit ist der Rocket Boss Geschichte.
Nein, unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Thief Company aufgeben müssen. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück und mein Halt wird noch kommen. Du wirst schon sehen. Jetzt haben wir noch mal eine Geschichte mit dem Rocket, oder was? Oh, danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und Belegschaft sind hier dafür zutiefst verbunden. Ich danke dir für deine Hilfe, mein lieber Junge. Du hast ja recht. Dich darf ich natürlich nicht auslassen, mein kleiner Freund. Ja, Evoli hat es eigentlich größtenteils rausgerissen. Ich glaube, die kompletten fast alle Etagen hat Evoli gemacht, mit Nidoking zusammen. Gut, ja, dann auch natürlich ein bisschen, aber eigentlich hauptsächlich die beiden. Aber ich danke meinem kompletten Team dafür. Auch Quapo, natürlich. Ich werde niemals vergessen, dass ihr aus unserer Notlage gerettet habt. Oh, da will ich mich natürlich auch noch gekennlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir es nicht einfach spannender? Meisterball. Was du da hinten hältst, findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du übrigens jedes Pokémon. Das beim ersten Versuch. Wir haben allerdings dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich werde dir also so viel tiefst verwunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest, ja? Ich weiß auch schon mal, welchen Pokémon das sein wird. Ja, liebe Leute, damit haben wir tatsächlich auch Team Rocket geplättet. Wir haben Team Rocket down. Bzw. wir haben es jetzt geschafft. Als nächstes steht uns noch die Arena im Haus. Also die hier in Vitafronia City. Und dann geht's auch schon bald weiter mit dem nächsten Teil. Und dann kann ich euch hoffentlich bald mein nächstes Teammitglied feststellen. Vorstellen. Warum ist es richtig? Also fehlt noch ein Orden. Den machen wir dann im nächsten Part. Sehr wahrscheinlich zumindest im nächsten Part. Oh, wenn ich mal hätte. Das habe ich eigentlich von meinen Januar gesehen. Einmal eine Kapsel spezial. Ach gut, wir konnten ja nicht, ne? Stimmt, wir wurden ja von der jungen Dame da aufgehalten. Boah, du hast es wirklich geschafft. Du hast Giovanni besiegt, Mann. Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und da kam plötzlich die ganze Truppe auf dem Rocket, das war froh, dass du dir rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Trainer bist. Ich muss ja dazugeben, dass ich ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl so geworden, wenn wir gegen diese Fiesdinge nicht angekommen wären? Ich bin froh, dass wir die Thief Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiden hat, wie das kleine Tragosso. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe in den Arenen widmen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du schon eine Arena von Zafronia City? Wie viele Orden hast du überhaupt? Boah, zu viele schon. Ich kann, wenn wir das heute machen, ich schaffe es irgendwann mal in die Pokémon-Liga. Wir lassen uns nicht unterkriegen, oder? Ne, das glaube ich ja nicht. So, wie gesagt, der nächste Teil, der uns jetzt hoffentlich bald ins Haus steht, ist der Kampf in der nächsten Arena. Ja, jetzt können wir nämlich auch ziemlich die Rüppel vertreiben. Die haben wir schon gemacht. Da muss ich jetzt gerade mal kurz gucken. Weil ich mein Team kurz rein wollte. Möchte. Das haben wir nicht. Wir lassen nicht. Ja, du hast es gut gemacht, mein Freund. Ja. Emelsritt, Zafronia City, weil ich muss im Pokécenter. Ja. Weil im nächsten Part, wie gesagt, wird es die Arena sein. Also ich mal so ein bisschen versprechen. Ah, ich bin froh, dass wir es durch haben, liebe Leute. Ich bin nämlich jetzt auch durch. Ich bin normalerweise jemand, ich kann immer sehr viel zocken, aber ich habe jetzt schon drei Aufnahmesessions gemacht. Die sind Minimum immer 1,5 Stunden bis 2 Stunden lang. Krabi ist jetzt, ja, nun. Ja, die beiden letzten brauchen wir nämlich noch nicht. So, Quapo als auch Krabi sind für mich keine Teammitglieder. So, das war's eigentlich auch schon fast wieder für heute. Für mich, für euch. Ich stelle mich jetzt noch kurz vor die Arena, dann haben wir Feierabend. So. Gut. Und dann mache ich hier den Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's
in die Arena von Safronia City und wir holen uns dann unsere Ort Nummer 6 und dann hoffe ich, dass ich endlich immer mal das nächste Team Mitglied fangen kann. Ne? Bis dahin und tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.